Gut, ich kann es natürlich nicht verkneifen, mit dem, dass ich euch auf Wiedersehen sage, meine kleine Familie euch noch zu präsentieren. Ich darf schon mal bitten, meine Kinder auf die Bühne zu kommen. Wir möchten euch so ein bisschen persönlich auf Wiedersehen sagen. Aber ich sage jetzt einfach von meinem Herzen her, zum Schluss, für mich gleichsam ein Sahnehäubchen, kommt eine Königin der Frauen, eine Königin unter den Müttern. Das sage ich deshalb, weil immer, wo immer ich mit meiner Frau, mit meiner Annie hinkomme, da beginnen sich die Leute zu verneigen vor ihr. Zuletzt heute wieder erlebt. Sobald die Menschen erfahren, dass das eine Mutter von 11 Kindern ist und dazu noch von ziemlich großen, dann beginnt alles drunter und drüber zu gehen. In Einkaufsgeschäften rufen die Kassiererinnen alle herbei, müsst mal sehen, egal wo wir sind, geschieht dasselbe. Die Leute beginnen sich vor ihr zu verneigen, wie vor einer Königin, und sagen, das gibt's nicht, das kann nicht wahr sein. Also ihr werdet jetzt meine Königin der Mütter sehen. Und hier sind meine Kinder und auch eine erste Schwiegertochter, mach mal Winke. Das ist die erste Schwiegertochter. Das sind meine Kinder, unsere Kinder. Auf dieser Seite kommt die Band. Hier der Edi. Er hat letztes Mal schon dieses fantastische Lied geschrieben, das unsere Sula mitgesungen hat. Dann habe ich mir das angehört, das war in Englisch. Das hat er, wie gesagt, vor über 10 Jahren geschrieben und ich konnte den Text nicht so recht identifizieren. Es war nicht so klassisch englisch gesungen, aber etwas geschah. Als ich dieses Lied hörte, fiel mir einfach ein Text ins Herz. Ich habe einfach gewusst, das Lied singen wir heute zusammen, das arrangieren wir neu oder bauen es neu auf. Das möchte ich mit meiner Familie euch als Abschied singen. Und ich habe einen Text einfach so aus der Luft nehmen können. Ich habe es dann, damit es ein englisches Lied bleibt, einer Dolmetscherin geschickt. Die hat das Lied in die, nur den Grundgedanken, ich habe ihr die Grundgedanken gesagt, des Textes rübergeschickt. Und sie hat das fab runtergenommen, sie hat zurückgemeldet. Nach einer Stunde sagt sie, hatte ich den Text, ich zittere jetzt noch, sagt sie, das war so eine Eingebung, das gibt's gar nicht, ja. Und der Inhalt, ich mache das jetzt nur eine Kurzfassung, der ganze Text, den ganzen Text kann man dann oben mitlesen in Deutsch. Aber jetzt singt meine Frau in Englisch für diejenigen, die halt die nicht verstehen oder hinter nicht lesen können, so in etwa. Sie sagt, mein Kind, ich liebe dich, ich liebe es, deine Mutter zu sein. Egal, wann du meine Hand brauchst, ich werde für dich da sein. Aber da gibt es etwas, das du verstehen musst. Das sagt sie jetzt zu ihren Kindern. Den besten Schutz, sagt sie dann im Refrain, singt sie, den besten Schutz, die beste Liebe, die ich dir geben kann, ist mein Vertrauen zu Gott. Meine Kinder übernehmen dann, wenn meine Frau den ersten Teil gesungen hat, weil ich immer davon ausgehe, was die Mütter ihren Kindern beibringen, natürlich auch die Väter. Und sie lassen das ins Herz rein, übernehmen sie das und singen das nachher den Nächsten, bringen das den Nächsten, ihren Mitmenschen weiter. Darum werden in der fortlaufenden Entwicklung des Liedes, werden diese Kinder, die hier vorne stehen, die ersten, diese 4 Vordersten, werden dann den Text zu euch singen. Es wird Zeiten geben, wo du Angst haben wirst, aber dann wird er dich tragen. Es werden Tage kommen, wo du unten bist, aber weißt, dass es okay ist, weil er dich festhält. Egal, wo du im Leben hingehst, egal, was du antriffst, es gibt nur einen einzigen, der uns errettet. Und ich bin froh, dass er für dich da ist. Wir machen uns bereit für eine Königin unter den Müttern. Thank you.
to be your mother. To be your mother. Every step you take fills my heart with pride. My child, I love to be your mother. What a privilege for me. Every step you take fills my heart with pride, and I want to care for you in every way. No matter what it takes to love you, there's one thing I need you to understand. The best care I can give of what I can provide. The best love is my trust in God. The best help I can give, the best love that it's the only real love I can give. There'll be times when you'll be scared, but then he'll carry you. He'll hold you close to his own heart. I know he'll be with you. Oh, there'll be days you're down and you're not. Because he'll fill you up and hold you tight. He said he'll never leave you. There'll be times when you'll be scared, but then he'll carry you. He holds you close to his own heart. I know he'll be with you. Oh, there'll be days you're down and you know it's okay, because he'll fill you up and hold you tight. He said he'll never leave you. So no matter where you go in life, no matter what you need, there is only one to save us. Only one to stay right by your side. And I know. Trust in God.
Meine Königin, sie ist schon vergeben. So, und damit sind wir gelandet am Schluss dieses gewaltigen Tages. Ich möchte euch einfach das, was meine Frau jetzt zu ihren Kindern gesungen hat, was meine Kinder zu euch gesungen haben, noch abschließend euch einfach als Schlusswort nach Hause geben. Das Beste, was ich, was wir euch geben können, die beste Liebe, die wir haben, ist unser Vertrauen zu Gott. Niemand kann uns helfen aus dieser Not, von der wir heute gehört haben. Anders können wir das nicht lösen. Jeder möge es halten, wie er will. Das ist unser Weg. Dieses Vertrauen werden wir nach oben bewahren, um euch weiter unterstützen zu können, um auch als AZK weiter da zu sein oder in welcher Form immer wir leben, als OCG oder wie auch immer. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart. Unser Herz ist mit euch. Wir haben das gemacht, weil wir euch lieben, weil wir gespürt haben, hier gibt es viele Gerechte und diese Gerechten werden die neue Welt ausmachen, weil die Gerechten sind, das Licht wird siegen über die Finsternis. Wir danken, dass ihr Licht seid und so segnen wir euch und wünschen euch ein gutes Nachhausekommen mit viel innerem Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei einem nächsten AZK oder wo auch immer. Danke nochmal den Referenten für alles, für alle, die mitgewirkt haben heute. Bitte sehr.